Ja, liebe Jensi Angler, ich habe mir heute mal ein bisschen Zeit genommen, um an den See zu fahren. Und ich habe ein paar interessante Sachen dabei. Ich werde mal heute mit der Jerkbait-Route losgehen, denn es gibt ein paar neue Sachen demnächst. Und zwar so ein Multiglider hier. Der ist sehr schön, finde ich, im Hechtdesign. Und ihr kennt ja den Geronimo, der ist ja sehr erfolgreich auf Hecht und alle anderen Raubfische. Und ich erhoffe mir eigentlich sehr viel davon, wenn wir da eine hechtähnliche Optik haben. Scheint sehr schön zu werden. Also der ist demnächst im Programm bei Jensi. Und desgleichen aber auch Weißfische in einer ähnlich realistischen Optik. Also hier, das würde ich sagen, ist das Modell Döbel. Ich würde euch das nochmal ein bisschen anders zeigen. Und zwar, hier könnt ihr das gut sehen, sogar mit einem offenen Maul. Also sehr realistisch gestaltet. Der Körperbereich ist wirklich realistisch eingefärbt. Und ja, leider ist der nicht mehrfach geteilt. Er läuft also wahrscheinlich ein bisschen statischer als der Multiglider von eben, der Hecht im Hechtdesign. Aber das ist doch eine tolle Köderfischgröße und ich meine, Döbel verschmähen viele Fische nicht, ne? Vor allem nicht, wenn sie Esox heißen. Prima. Ich habe aber noch was und zwar, wo ist es? Ach ja, wie immer. Auf dem Kopf. Und zwar gibt es demnächst von Jens hier auch Polarisationsbrillen. Das ist natürlich eine Sache, das finde ich top, denn die Polarisationsbrille braucht ihr immer am Wasser. Heute ist es etwas diesig, etwas bewölkt, da ist das nicht ganz so wichtig, aber wenn die Sonne scheint, müsst ihr sehen, wo der Fisch steht. Ihr habt ein ganz anderes Angelerlebnis dann, denn ihr seht, was unter Wasser passiert. Jetzt hier vorne ist eine klassisch verspiegelte Wasseroberfläche. Mit der Polarisationsbrille könnt ihr da reinschauen. Ihr seht Hindernisse, ihr könnt die Köder vorbeiführen, ihr könnt beim Drill besser arbeiten mit dem Fisch. Also insgesamt eigentlich nur Vorteile. Ich könnte die Brille mal an die Kamera halten, vielleicht sieht man da einen Unterschied. So, ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, dass man da so ein bisschen in den Bereich reinschauen kann. Egal. Also ich setze jetzt auf, weil ich gehe jetzt angeln und ich werde jetzt gleich hoffentlich einen Fisch fangen. Alles klar, bis später. Ja, ich kann euch jetzt ein bisschen was zu dem Köder sagen. Nachdem ich ihn jetzt ein bisschen gefischt habe, ich habe nur eine Stunde Zeit, das ist nicht viel, Bisse gab es keine. Ein Nachläufer, das war ein etwas größerer Barsch, aber hier habt ihr nochmal den Multiglider mit vielen einzelnen Segmenten. Der macht nicht viel, wenn man ihn einfach nur einkurbelt, sondern den müsst ihr Leben einhauchen. Ich spiele gleich mal eine Aufnahme ein, wo man das ein bisschen sieht. Also kleine Schläge mit der Rute, deshalb ist die Jerkbait-Rute auch eigentlich klasse dafür, weil die schön kurz ist und die Schläge aus dem Handgelenk da locker erfolgen können. Okay, das war der Hecht. Und dann haben wir hier, ich sage mal, das ist wohl der Döbel. Der funktioniert ein bisschen anders. Wenn ihr den ganz langsam einkurbelt, dann flankt der ziemlich stark. Ja, und schwimmt in so einem kleinen Links-Rechts-Muster. Und kann auch Fisch bringen, nicht schlecht. Was das Angeln angeht, sind also beide Köder total verschieden, aber sehr attraktiv, wie ich finde. Also im Design sowieso. Und dann haben wir hier einen Köder, der sinkt schnell ab. Und dem müsst ihr Leben einhauchen. Und dann haben wir hier einen Köder, der sinkt langsam ab für flache Gewässer. Und dem braucht ihr nicht so viel Leben einhauchen durch die Schläge, sondern der macht viel auch beim langsamen Einkurbeln. Vielleicht auch ein guter Schleppköder. Natürlich muss man da ein Blei vorschalten, ne, damit er nicht so weit an der Oberfläche läuft. Aber gut, ich angle jetzt noch mal ein paar Minuten. Wenn es noch einen Fisch gibt, seht ihr den natürlich. Aber ansonsten denke ich, werde ich die noch die nächsten Male ausprobieren und ich hoffe, ich kann da noch mal einen Fisch präsentieren. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.